Sportfeld 4436 Zuschauer. Ich darf herzlich die Trainer begrüßen, unseren Gästen aus Krefeld, Frank Heinemann und natürlich den Trainer unseres FCC, Lukas Kwasniok, aber zunächst hat wir als erstes der Gästetrainer das Wort. Herr Heinemann, bitte. Ja, alles, was wir uns vorgenommen haben, ist nicht eingetreten. Gerade wenn ich das sehe in der ersten Halbzeit, wo wir das Spielfeld so groß gemacht haben, wo wir immer hinterhergelaufen sind, wo wir keinen Zweikampf hatten, wo wir gedanklich zu spät waren, wo wir keine Kontrolle im eigenen Spiel, wo die Bälle weggesprungen sind, wo wir keine drei Phasen mal gehabt haben, um das Spiel zu beruhigen oder in unsere Richtung zu drehen. Also das war sehr enttäuschend. Die einzige Möglichkeit, die wir hatten, das war ein langer Ball, wo Maxi dann durch ist und die Möglichkeit hat. Das wäre dann schon fast vermessen gewesen, da das 1-0 zu machen, aber die Chance hatten wir. Ja, zweite Halbzeit haben wir ein bisschen umgestellt, haben gehofft dadurch, dass wir ein bisschen mehr ins Spiel kommen. Das Spiel war ein bisschen ausgeglichen, ein bisschen besser von uns, aber letztendlich unterm Strich nicht unser Anspruch, nicht unsere Möglichkeiten, die wir haben sollten. Wir wollten einen Neustart heute machen. Sicher hat man, wenn man 10 Spiele nicht gewonnen hat, irgendein, ja, wird das hinten im Kopf sein, aber wir haben einfach gesagt, pass auf, die Sachen, die waren, die können wir nicht verändern. Das ist nun mal so. Wenn verändern können wir die Zukunft. Lass uns heute anfangen, die Zukunft neu zu gestalten. Ja, und alles zu verdrängen, ob das dann irgendwann mal hinten aus dem Kopf nach vorne kommt, ist möglich. Aber letztendlich kann das nicht der Grund sein, ganz allein eine solche Leistung hier abzulegen. Weil das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Und letztendlich unterm Strich können wir uns glücklich schätzen, hier am Punkt das 0-0 mitzunehmen. Das ist das Einzige, was ich aus dem Spieltag heute herausziehen kann, dass wir ein glückliches 0-0 hier gespielt haben. Schön. Vielen Dank. Ja, danke, Frank Heinemann. Lukas, deine Sicht der Dinge auf das Spiel, bitte. Ja, ich glaube, auch wir hatten ja eine Serie von einigen nicht gewonnenen Spielen und der große Unterschied war, glaube ich, dass man es uns nicht angemerkt hat. Wir haben, glaube ich, auch Uerdingen deswegen zu der Leistung, sage ich mal, ja, irgendwo auch gezwungen, weil wir gegen den Ball unheimlich aktiv waren. Die Dinge, die Uerdingen sich vielleicht vorgenommen hat und die nicht geklappt haben, haben bei uns alle eben auch funktioniert. Schlussendlich rollt der Ball nicht über die Linie und deswegen sind wir heute mehr als nur niedergeschlagen. Täglich grüßt das Murmeltier mit dem Highlight am heutigen Tage. Ich denke, es gab schon einige Spiele, wo wir das Glück nicht auf unserer Seite hatten. Heute war es dann ja, die Spitze des Eisberges, was ja, das fehlende Glück, aber eben auch die fehlende Konsequenz in der Box angeht. Das muss man dann eben auch so konstatieren. Wir können von der Spielleistung nicht besser spielen. Das ist das, was wir eben als Maßstab an uns haben, was ich an die Mannschaft habe. Und sie haben gegen und mit dem Ball alle Dinge umgesetzt. Deswegen irgendwo Glückwunsch zu der Leistung. Wir müssen uns ja wieder aufpäppeln. Ich sehe gerade das Ergebnis. Asbach gewinnt dann auch. Also es kommt natürlich auch alles zusammen. Es ist so. Und ja, wenn man das alles zusammenfasst, was in den vergangenen Wochen an Leistung abgeliefert worden ist und was unterm Strich Zählbares hängen geblieben ist, dann ist es mehr als nur ernüchternd und jetzt gibt es definitiv 2 Abstiegsendspiele und da müssen wir auch dann schlussendlich 6 Punkte holen, wenn wir ja, gewillt sind, in dieser Liga zu bleiben und das sind wir auf jeden Fall. Wir werden wieder angreifen und das Beste geben, Frank, dir und deiner Truppe für die restlichen 8 Spiele, alles Gute und ja, vielen Dank. Ja, danke Lukas. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Das ist nicht der Fall, dann darf ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Wünsche unseren Gästen einen guten Heimweg. Vielen Dank.